Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Der Tag auf Ländle TV. Hier unsere Themen für Sie. Aschenritual in der Pfarrkirche St. Gallus. Aufruf zur Lehre im Technikland. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Das Aschenritual wurde auch heuer von Bischof Benno Elbs abgewickelt. Landtagspräsident Harald Sonderegger war in der Pfarrkirche St. Gallus in Bregenz auch anwesend. Aschermittwoch, der Beginn der Fastenzeit. Für viele Christen eine Zeit des Verzichts. Bis zum Ostersonntag wird zum Beispiel auf Alkohol oder auch Süßigkeiten verzichtet. In der Pfarrkirche St. Gallus in Bregenz wurde das traditionelle Aschenritual mit Bischof Benno Elbs gefeiert. Die Begehung dieses Rituals hat für die Gläubigen eine hohe Bedeutung. Das Aschenritual ist ein ganz altes Ritual. Es gibt es schon im Alten Testament. Dort, wenn Könige sich bekehrt haben oder wenn es eine innere Umkehr gebraucht hat, hat man sich sozusagen in die Asche gesetzt als Zeichen der Buße. Und ich glaube, dass das auch heute noch aktuell ist. Auf der einen Seite ist die Fastenzeit eine Zeit, um zu überlegen, wo kann ich in meinem Leben etwas ändern. Und das andere, Asche, ist natürlich auch die Erinnerung an die Vergänglichkeit. Die Asche erinnert uns in etwas dramatischer Form auch an diese Realität unseres menschlichen Lebens. Seit einem Jahr muss die Bevölkerung auf so einiges verzichten. Trotzdem ist das Fasten ein wichtiger Bestandteil des Jahres. Ich glaube, dass Fasten natürlich sehr, sehr viele Aspekte hat. Mich hat vor kurzem auch jemand gefragt, warum muss ich jetzt überhaupt noch fasten? Ich tue es eh schon ein Jahr. Das ist richtig, dass wir, glaube ich, sehr viel verzichtet haben. Aber das Fasten ist so etwas wie die Augen für den Körper sind, so ist das Fasten für die Seele. Wir werden aufmerksamer für das, was unser Leben bewegt, was uns wichtig ist, wen wir lieben, von wem wir geliebt werden. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite hat aber Fasten auch immer zu tun mit Almosen geben. Das heißt mit der Hinwendung, mit der Achtsamkeit, mit der Wachsamkeit für den armen Menschen. Und ich glaube, in der Pandemie gibt es viele Menschen, die verletzt sind, verwundet sind. Ich denke an die stille Not der Einsamkeit oder wenn jemand die Arbeit verliert oder Menschen, die auf der Flucht sind. Und diese beiden Dinge gehören zusammen. Und deshalb ist das Fasten, glaube ich, heute aktueller denn je. Dieses Fasten und gleichzeitig auch die Achtsamkeit, Aufmerksamkeit für den Menschen, der meine Hilfe braucht. Und das ist etwas sehr Persönliches und das kann man auch in einer Zeit der Pandemie oder man könnte vielleicht sogar sagen, man kann es besonders in einer Zeit der Pandemie, weil wir das alle sehr notwendig brauchen. Auch das kirchliche Oberhaupt Vorarlbergs hat durchaus irdische Genüsse, auf die er verzichtet. Es ist so, dass ich eigentlich schon Jahre immer auf die gleichen Dinge verzichte, Schokolade, Kaffee und Alkohol, wobei ich zugeben muss, dass der Verzicht auf die Schokolade mir am schwersten fällt. Das Technikland Vorarlberg bietet zahlreiche Lehrplätze in der Industrie. Doch wird diese Gelegenheit im Vollen genutzt? Ländle TV hat sich bei der Wirtschaftskammer und großen Lehrbetrieben über die Situation informiert. Eigentlich wären in früheren Zeiten die Lehrlingsstellen schon fast alle besetzt. Jedoch hat die anhaltende Covid-Situation vielen Betrieben und Jugendlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Hemmschwelle, warum jetzt noch so viele Schnupperstellen offen sind, ist sicherlich das Distance Learning und weil Unsicherheit herrscht bei den Jugendlichen sowie bei den Eltern. Diese Unsicherheit können wir im Technikland Vorarlberg natürlich wegnehmen. Hygienemaßnahmen in den Betrieben sind Vorschrift und werden strikt eingehalten, genauso wie vor Ort. Man kann Technisches erleben vor Ort in den Betrieben, man kann in den Lehrberuf rein schnuppern, natürlich mit Maske, Abstand etc., aber man kann trotzdem sich anmelden für eine Lehrstelle bzw. für einen Schnuppertag und sollte keine Angst davor haben. Die Betriebe müssen die gesundheitlichen Vorschriften strikt einhalten. Also der Kompetenztest, das haben wir derzeit so, dass man das
überall in den Firmen direkt machen kann. Also bei uns in der Firma macht man den im zweiten Schnuppertag, kann man den vor Ort machen. Wenn er nicht schon im Vorfeld in einer anderen Firma schon gemacht wurde, beziehungsweise wenn er nicht schon in der Polytechnischen Schule schon erledigt wurde. Man kann es sogar von zu Hause aus machen, aber es sind Sonderfälle, das sind wir jetzt erst am Entwickeln. Auch durch Corona bedingt haben wir da jetzt die ersten Schritte gewagt, dass der Lehrer das über Teams mit ihnen anleitet, dass wir das nachher machen können. Wir sind dran, funktioniert auch teilweise, aber es ist noch eine Herausforderung, sage ich jetzt mal. Wir machen es viel in der Firma bei uns. Trotz Bemühungen fällt es den Unternehmen schwer, die potenziellen Lehrlinge zu motivieren. Das Distance Learning und die Gesundheitsmaßnahmen haben viele praktisch orientierte Jugendliche abgeschreckt. Die Hemmschwelle sollte gar nicht vorhanden sein, weil grundsätzlich ist es ganz einfach, sich bei einer Firma zu melden. Und auch speziell bei unserer Firma, da gibt es Plattformen, wo man die Schnupperlehre ausmachen kann. Das ist bei MyLehre zum Beispiel. Schnupperplatz reservieren und sobald das online gemacht wurde, melden wir uns bei dem Schnupperlehrling und bei dem Schüler. Dann läuft alles automatisch. Auch bei anderen Firmen, wenn das nicht so einfach zum Finden ist, einfach anrufen. Telefonnummer aussuchen, anrufen, sagen, ich möchte schnuppern kommen, wie sieht's aus? Warum sollte man schnuppern gehen? Das ist ganz ein wichtiger Part für beide Seiten. Einmal für den Schüler, damit er herausfindet, ist das meine Welt, ist das meine Passion, möchte ich das wirklich machen, gefällt mir das, passt das für mich? Und zur anderen Seite natürlich auch für die Firma, ist das der Richtige für mein Team, passt der zu mir in die Firma rein, passt da die Chemie? Das ist ganz wichtig, auch mit dem Lehrling, um gut zu arbeiten können, muss man natürlich auch, da muss die Chemie auch passen. Es gibt jetzt schon einige Möglichkeiten. Wir hoffen alle, dass auch Branchen wieder öffnen, wo es momentan extrem schwierige Situationen haben und dass dann wirklich bis Herbst doch unsere Lehrstellen besetzt werden können, weil wir sollten ja wieder in ganz Vorarlberg 2000 Lehrstellen besetzen und das funktioniert nur, wenn alle jetzt da zusammenhelfen, weil momentan ist es wirklich extrem und da brauchen wir die Eltern, wir brauchen dringend die Schulen, Landesschulinspektoren und alle Unternehmen, dass wir da wirklich unsere Schüler, unsere Kinder zu beschäftigen bringen. Also in der Vorarlberger Industrie bzw. im Technikland Vorarlberg sind noch zahlreiche Schnupperstellen offen. Wir fordern alle jungen Frauen und Männer auf, sich anzumelden. Man kann sich für verschiedene Berufe anmelden. Auch wenn die Unternehmen die bestmögliche Unterstützung in schwierigen Zeiten anbieten, bleibt der erste Schritt immer noch bei den Kandidaten. Jedenfalls ist auf beiden Seiten viel Flexibilität gefragt. Das war der Tag von Ländle TV. Gleich bringt uns Kachelmann die Wetterprognose. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen wünschen wir Ihnen eine gesunde Zeit. Auf Wiedersehen. Schon gewusst, dass knapp 10% der Vorarlberger Beschäftigten Grenzgänger sind? Schon gewusst, dass der Vorarlberger Grenzgängerverband seit 1959 die Interessen der Grenzgänger vertritt? Schon gewusst, dass täglich ca. 8.500 Vorarlberger nach Liechtenstein zur Arbeit pendeln, jedoch nur knapp 850 nach Deutschland? Und schon gewusst, dass als Grenzgänger gilt, wer im Ausland arbeitet und mindestens einmal pro Woche nach Hause zurückkehrt? Am Donnerstag erwartet uns ganztags freundliches und ruhiges Hochdruckwetter mit Sonne und durchziehenden hohen Wolken. Es bleibt ganztags trocken und bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 4 Grad in Lech und bis auf 12 Grad in Hohenems. Am Freitag geht es trocken, sonnig und mild weiter. Es ziehen nur gelegentlich harmlose Wolken durch und nachmittags werden im Rheintal bis zu 15 Grad erreicht. Die 0-Grad-Grenze steigt im Gebirge gegen 2500 Meter.
Am Wochenende erwartet uns schönes Vorfrühlingswetter mit Sonne, mäßigem Föhn und nur wenigen Wolken bei bis zu 17 Grad am Samstag und 16 Grad am Sonntag.